Ich erhoffe mir von der neuen Saison, dass wir ähnlich erfolgreich sind natürlich und dass sie genauso spannend und attraktiv wird wie die letzten Jahre auch, weil das ist die stärkste Liga der Welt und darauf freue ich mich. Ja, wir sind ja wieder gezwungen oder herausgefordert, etwas umzubauen und zwei wichtige Spieler zu ersetzen. Und ich erhoffe mir natürlich, dass wir die Integration genauso schnell hinkriegen wie die letzten beiden Jahre auch. Und wenn wir das schaffen, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir wieder erfolgreich sein können. Aber es ist wieder eine schwere, aber eine herausfordernde Aufgabe. Meine persönlichen Saisonziele sind natürlich, mit der Mannschaft wieder erfolgreich zu arbeiten und jeden so schnell und gut wie möglich auch in die Mannschaft zu integrieren. Und das ist die Hauptaufgabe für mich, eine gute Stimmung reinzukriegen in die Mannschaft mental und körperlich so gut wie möglich auf diese harte Saison vorzubereiten. Ja, natürlich, wie alle Mannschaften am Anfang, es geht darum, die Substanz aufzubauen, dass wir wirklich über diese lange Saison kommen, dass wir auch die Basis schaffen, um erfolgreich zu spielen. Das heißt, viel Athletikeinheiten, viele Krafteinheiten, was alles jetzt gemacht wird. Und dann werden wir hoffentlich schnell auch mit dem Ball arbeiten können, weil ich glaube, das macht allen mehr Spaß. Und da werden wir natürlich dann auch an die taktischen Sachen kommen. Ich finde, das sind die Mannschaften, die man auch die letzten Jahre immer auf dem Zettel haben muss. Ich finde, dass du Melsungen dazu rechnen musst langsam mit allen Qualitäten, die sie haben. Berlin wird einen Riesenschritt nach vorne machen. Die werden nicht nochmal so eine Saison spielen. Magdeburg kommt näher und näher jedes Jahr. Und die Rhein-Neckar-Löwen, Kiel, wir, ich denke, das ist ein Sechserfeld, die alle gute Chancen haben. Es wird sehr eng, deswegen ist sie attraktiv, die Liga. Und es ist eine große Herausforderung. Wir sind froh, dass wir es zweimal geschafft haben und wollen so lange wie möglich dabei bleiben. Ja, es kommt darauf an, wie schnell wir die Integration hinkriegen von Michael Jurecki, wie schnell wir es schaffen, auch die Abwehr wieder stabil zu kriegen ohne Tobias Karlsson. Das wird schwer, aber ich finde, da liegt auch die Lust drauf oder die Lust drin für mich jetzt als Trainer, da wirklich auch die Mannschaft zusammenzustellen. Und wir müssen alle als Mannschaft einen Riesenschritt nach vorne machen. Und wenn wir das schaffen, dann finde ich, sind wir wieder in der Lage, auch um Titel mitzuspielen. Aber wir sind sicherlich nicht der Top-Favorit dieser Saison.